Ey Wolf, du schaffst ja nur 2 Level pro Part, voll billig. Halt die Fresse! Also give a fuck. So, wir haben die letzten beiden sogar mit Grade A beendet, ja, obwohl die absolut krank waren. Scheiß verficktes Ashes Level. Und 3 habe ich jetzt vor mir noch, Bile Duct. Oh Gott, und da gebe ich jetzt nochmal alles und damit ist diese What? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh jo, rasten sie aus! Ja, da oben ist natürlich der Schlüssel. Ihr habt so gelitten. So gelitten. Wie mache ich das am günstigsten? Ich glaube, ich gebe einen Haken, ja. Da noch lange zu überleben. Da gibt's einen Haken. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich da, was ich nach dem Schlüssel machen soll. Ey. Ja, genau das meinte ich. Du musst nämlich dann noch richtig lange überleben, weil das Ding... Keine Chance. Keine Chance, sage ich euch. Ich kann da nicht draufbleiben, weil da das Sägeblatt ist. Ne? Ja, einfach das Warten ist so krass. Okay. Aber ich sag's mal so, ich glaube, das schaffe ich. Oh Mann, ey. Hä, warum erwischt er mich jetzt da die ganze Zeit? Ich kann da nicht bleiben, ich muss da sofort weg. Fuck! Na, vom zweimal hintereinander unten. Ist das schon immer so gewesen? Na, eigentlich nicht, oder? Na doch. Na. Scheiße. Das macht die ganze Sache ätzend. Sehr ätzend. Nein! Oh, weil es einfach so scheiße lang dauert. Ist das uncool? Ich muss weit hinten hin, damit ich besser abschätzen kann, wie die Sägeblätter kommen. Oh geil, ich fliege genau in das eine kleine Loch, was ich erzeugt habe. Nice. Nein, oh! Ich bin schon zu langsam, ich muss länger in der Luft bleiben. Aber wenn ich zu lange in der Luft bin, dann kriegt mich irgendwann dieses andere Sägeblatt. Boah, jetzt hat... Ey, das ist eine gute Idee, da einfach mal kurz stehen bleiben. Ich muss halt nur den richtigen Zeitpunkt erwischen. Warte mal. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine scheiß Idee. Hä? Guck mal, ich kann da unten rein und mich quasi verstecken.
Das ist ja auch geil. Na, wartet mal. Vielleicht kann ich das sogar anwenden. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin, Leute. Wenn ich jetzt die Stelle noch mal kurz hinkriegen würde. Da ist man einfach so überfordert. Das ist eine scheiß Idee. Nein! Jetzt hätte ich mich da ganz kurz unten reingestellt. Ich glaube, das ist eine dumme Idee, weil... Das ist gar nicht... Das ist eine scheiß Idee. Aber dann mache ich eben die, die ich ursprünglich geplant hatte. Die, glaube ich, ist nämlich immer noch gut. Nein! Ich darf doch da nicht hochspringen. Ja. Nein. Ich glaube, einmal draufstehen muss reichen. Muss reichen. Oh Mann, ey. Nein. Ich merke es mir aber auch einfach nicht, dass ich da nicht hochspringen darf. Also das Level hat was. Also das ist schon knackig. Und ich spring wieder hoch, weil ich einfach nichts dazu lerne. Wahnsinn, ey. Jetzt komm schon. Geil, Schlüssel nicht gekriegt. Boah, ich muss ganz dringend danach eine Meatball-Pause machen. Ey, das ist ja... Das bringt mich sonst noch nervlich absolut um. Und ich spring schon wieder hoch. Nice. Ernsthaft. Ernsthaft. Ich muss hochspringen. Es killt mich doch sonst. Oh, wenn ich jetzt noch einen Ticken schneller runtergefallen wäre. Ich weiß einfach jetzt hier nicht mehr... Oh. Ich weiß hier nicht mehr weiter. Keine Kraft mehr für das Level. Vielleicht sollte ich das, diese Wartentaktik doch einfach lassen. Es ist halt einfach mega ätzend, weil du wirklich keine Sekunde hast auf diesem Scheißteil. Da. Ich kann nicht auf gleichzeitig achten, wo ich eigentlich gelandet bin, wo ich nicht nochmal landen darf. Und gleichzeitig auch noch auf die Sägeblätter. Das funktioniert so nicht. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist für mich eigentlich, ich sag mal, ein Level, was ich echt schaffen könnte.
Mann, jetzt war ich nah dran. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, die ganze Zeit hier hinten sowas zu machen. Da hinten ist sogar noch ein kleines Loch, gell? Also, zu Bandage Girl komme ich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist zum Kotzen. Mann, bitte, ich will nicht mehr. Das ist offiziell das schrecklichste Level in der Dark World bisher. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich kann's nicht mehr sehen. Ey. Nein, nein, da hätte ich nicht hochspringen dürfen. Oh, das war wieder mit der Situation überfordert. Mann. Das ist schon schwer genug, aber weißt du auch noch, auf die Dinger zu warten da oben. Ich schaff das jetzt. Ja, geil. Kann ich... Oh ja, unbedingt, bitte. Unbedingt brauche ich das jetzt. Ja, genau. Und was genau mache ich jetzt hier? Mir einen Weg... dadurch... Not really, oder? Not really. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Und vor allem, da seht ihr die Sägeblätter da an der Seite auch noch. Also das ist auch nicht so einfach, da hochzukommen. Nee, ich will es nicht mehr sehen. Genau. Kannst ja auch ahnen, dass ich da wegspringe. Sowas Gestörtes. Genau.
vor allem zum Bandage kommen, weißt du? Nochmal hoch, vor allem komplett. Einfach nicht. Einfach nicht. Komm, komm, komm! Wow, 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 wow. Ach du Scheiße. Okay, wartet, wartet, wartet. Nein! Wartet. 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 Ja! Oh mein Gott, es kommt nur noch ein Level in der Dark World. Nur noch ein Level in der Dark World. Seht ihr das hier? Sweet Pea. Okay. Oh oh, das glaube ich sieht gar nicht gut aus für mich. Okay, wartet, 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 wartet. Ha! Knapp. Ich glaube, da kann ich auch einfach gleich da rein, oder? Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Wartet mal. Noch ein Level in der Dark World. Gut, das andere habe ich natürlich nicht geschafft. Das ist mir durchaus auch bewusst. Oh, ja, klar. Der wird... ja. Warum dachte ich allen Ernstes, ich könnte chillen? Alter, no way, ne? WTF! Da bist du auch gleich abgeschossen. Okay, und dann musst du da noch rüber und einen Schlüssel holen. Na, ist klar. So. Ah! Ja, wie gesagt, total vergessen, dass ich da auch gleich abgeschossen wäre. Ich will da eigentlich erstmal chillen und mir das Level angucken. Nix da. Level angucken, was ist denn das? Das ist ja voll Mainstream. Ja, geil, aus dem Level rausgesprungen ist natürlich auch nicht schlecht. Also, das ist echt gar nicht schwer. Überhaupt nicht. Ja, jetzt habe ich wenigstens mal gesehen, wo der Schlüssel überhaupt ist. Habe ich mich halt nicht auf meinen Meatball konzentriert, sondern habe mir erstmal das Level angeguckt. Ah, schade. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Also ich glaube auch, dass das machbar ist, vor allem, weil ich das den Anfang echt nicht schwer finde. Das einzige Problem, was ich habe, ist echt so... Ja, da war ich jetzt sehr viel zu langsam. Was? Jetzt war ich zu schnell für die Rakete. Normalerweise schießt er mal erst rechts. Okay, jetzt war ich zu langsam. Na, das ist echt so das Einfachste. Oh, nein, nein, nein. Habt ihr gesehen, wie langsam das aufgeht? Das ist ein Witz, ey. Wie langsam es aufgegangen ist. Ich glaube, das Spiel will, dass ich nochmal hier hingehe. Ja, das will es. Das war gerade gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht.
Ah, scheiße. Da wusste ich jetzt nicht, ob ich runter oder hoch soll. Ja, erstmal in den Salzberg sprengen. Geil. Oh, das ist vor allem das letzte Mal, dass wir die geile Musik hier aus der Dark World hören. Schade eigentlich. Also, der habe ich viel zu verdanken. Der hat mich krass motiviert. Jetzt haben wir sogar Error Girl. Ja, schade. Was? Wie schnell hat denn der jetzt gerade geschossen, ey? Oh Mann. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Jetzt hat's mich echt gekillt, oder wie? Oh Mann. Scheiße. Also ich kann da nicht oben rum, weil da ist einfach die Entfernung zur Rakete zu kurz. Was natürlich bedeutet, dass er mich sehr leicht töten kann. Das heißt, ich muss unten rum. Das, was halt natürlich deutlich unsicherer ist. Ich überlege gerade, ob ich ihn da nicht einmal erst schießen lassen soll. Es ist das letzte Level der Dark World. Ich habe eines nicht geschafft, das war das mit den Schlüsseln. Das werde ich vielleicht nochmal nachholen irgendwann. Das war halt einfach pervers schwer. Nee, das bringt nichts. Sollte ich lieber das so machen, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, nämlich gleich weiter. Ach scheiße, ich dachte nicht, dass ich da lande jetzt. Oh Mann. Puh, also es hat halt eine knackige Stelle. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es fürs letzte Level der Dark World jetzt gar nicht mehr so schlimm. Also da fand ich das Raketenlevel sehr viel schlimmer. Oh Mann, jetzt komm schon. Mann, fick dich. Wenn ich in der Hölle noch einmal so eine Rakete sehe, ne? War halt auch schon wieder geil, aber dann... Nein! Oh. Fick dich. Ich will keine Rakete mehr sehen, ey. Aber dieses Geräusch alleine hört. Thank you.
Komm, 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 komm. Nein, nicht ernsthaft, oder? Ich werde das schon noch schaffen. Ich probiere es jetzt einfach mit einer anderen Taktik. Ich schnapp mir jetzt hier nicht den Schlüssel. Das ist die geilste Taktik, weil dann kann man auch einfach sagen, ja, ich höre auf. Zu spät. Pass auf, ich hole mir jetzt hier den Schlüssel. Oder auch nicht, ich springe halt einfach daneben. Das ist halt einfach jetzt, das ist einfach blöd. Ich kann es einfach haben. Aber ich kriege jetzt nicht mal meinen Schlüssel. Was? Was? Habt ihr gerade gesehen, wie schnell er auf einmal geschossen hat? So die ganze Zeit so. Bum, bum, bum. Komm recht los. Bum, bum, bum. Ey, das ist ja wohl echt eine Verarschung. Jetzt war ich gerade wirklich, also... Das ist es. Das ist jetzt mein Geheimnis. Ich verstecke mich dann einfach da hinten. Chill. Sobald das Ding da offen ist, lass ich mich abschießen. Ich will es abschließen. Ich will es nicht mehr sehen. Ist das, wird das Ding irgendwie schneller, sobald das Ding vorbei ist da, oder was? Nö. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Das kann nicht sein! Ich glaube, wenn ich das jetzt hier wirklich gleich mal geschafft habe, ist erstmal eine richtig schöne Woche Meatball-Pause, ey. Kann den Fleischklops gerade nicht mehr sehen. Oh, dann kommt die Höllenwelt, ne? Aber vielleicht sollten wir darüber erst reden, wenn wir es denn auch dahin geschafft haben. Dafür muss ich dieses Level noch schaffen, was ich ja eigentlich schon mal getan habe. Aber der Meat Boy hat sich gedacht, ja, Bandage Girl, eklig, die ist so glitschig. Dann haben wir versagt. Mein Gott, spring doch einfach wieder ab, wenn du den scheiß Schlüssel hast. Bitte jetzt. Danke. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Oh, ich raste aus.